Es geht heute Abend im Planet 105 um alte Säcke. Und ich bin jetzt natürlich nicht einfach so unverschämt und sage das so, sondern das sagt Sarah und der Peter. Nochmal schönen guten Abend miteinander. Hallo. Rent noch ist von euch. Jetzt vielleicht Sarah, zuerst nochmal schnell. Was ist das überhaupt für eine Homepage? Also Rentner ist eine Plattform, wo man alte Säcke und alte Schachtel, die dürfen wir nicht vergessen, die Frauen gehören auch dazu, kann darauf mieten für kleine Sachen, wie zum Beispiel vielleicht Rasenmähen oder sonstige andere kleine Sachen. Ich glaube, du hast auch schon gemietet, ja, oder? Dogsitting, grosses genau, Thema. Genau, also ich habe jemanden dort gemietet und dann ist dann mit meinem Hund einmal gelaufen und ich habe das total lässig gefunden. Man hat immer so ein bisschen Respekt oder, vor alten Menschen. Wieso sagen ihr jetzt denen alten Sack und alte Schachtel? Also es gibt ja einen Slogan im Deutschen, was geiz ist geil. Aha. Und das ist als Unwort des Jahres tituliert worden, aber es ist etwas vom Besten in der Werbung und wir haben auch irgendetwas gesagt, das zieht. Und der alte Sack und die alte Schachtel, das zieht. Okay, also rein aus werbetechnischen Gründen. Wieso machst du da mit, Peter? Was ist der Grund? Eben, weil ich nicht weiss, was ich muss machen. Also, führig Zeit oder hilfst du gerne anderen? Oder was ist so deine Motivation? Nein, ich bin pensioniert worden und dann musste ich ja irgendetwas anfangen. Und das war eine Idee, die wir miteinander ausgebrotet haben und jetzt läuft das. Wird in der Schweiz ganz allgemein zu wenig gemacht für die alten Menschen? Ja, wenn wir es politisch anschauen, schon, dann müssen wir aber mal Bern ein bisschen wachrütteln. Ich habe geschafft bis 65 und dann konnte ich sagen, so fertig. Aber ich kann am anderen Tag gerade wieder weiterfahren. Wie sieht es denn aus von der Bandbreite? Also was machen die ja alles? Könnt ihr da mal ein bisschen aufzählen? Ja, es gibt nichts, was wir nicht machen. Okay. Oh, wir schauen im Moment gerade mal aus. Das Wetter ist sehr schlecht und der Rasen der sprießt. Und da braucht man natürlich auch Leute zum Rasenmähen. Also es ist von ganz einfach bis IKEA gestellt. Okay. Auto waschen, Schalter auswechseln, kommt dazu. Dann was haben wir? Buchhaltungen, Steuererklärungen. Es gibt eigentlich nichts, was die Leute nicht machen können. Auf rentorrenter.ch kann man sich das ja auch mal anschauen. Dort sieht man dann die verschiedenen Leute. Jetzt haben wir einen Relaunch gemacht von dieser ganzen Seite, haben viele neue Sachen. Was wir ja auch noch neu haben, ist die Geschichte mit der Adoption. Also man kann jetzt quasi, wenn man keine Großeltern mehr hat, sich irgendwie eine Grossmami, einen Grosspapi holen. Oder was ist da die Idee? Wie läuft das ganz genau? Ja, die Idee ist eigentlich irgendwie die, dass wir Opis und Omas zur Verfügung stellen, die man adoptieren kann. Mhm. Und das hat natürlich irgendwie folgenden Grund. Heutzutage ist die Familienplanung findet immer später statt. Die eigenen Eltern sind vielleicht immer älter. Ich habe jetzt gerade noch Glück, dass mein Vater ist okay. Er ist auch ein alter Sack, aber er könnte auf die Kleinen aufpassen. Mhm. Aber dort war eigentlich wirklich die Idee gewesen, dass wenn man halt die Möglichkeit nicht hat im eigenen Umfeld, dass man vielleicht dort einen Kontakt findet, wo man kann aufbauen kann, wo man vielleicht zu einer Grossmutter oder zu einem Grossvater kommt. Wie wird das genutzt? Also das sieht man vielleicht bei uns auch auf Facebook. Das ist also wirklich ein Bedürfnis. Auf dieser Plattform rentorentner.ch kann man quasi einen Rentner, einen alten Sack oder eine alte Schachtel sich holen. Oder man kann auch, wenn man ein Rentner ist, quasi sich selber dort anmelden. Richtig! Yeah! Danke vielmals, Sarah und Peter, für euren Besuch. Ganz einen schönen Abend. Herzlich. Danke. Tschüss.